Da. Mit besserer Musiklautstärke. Jetzt Ja. ist es schon wieder fast zu laut. Nein, und damit hallo und herzlich willkommen. Na gut. Würdest du ein Stereo vertauschen? Dann ist wahrscheinlich rechts auf links und links auf rechts. Warum möchte man das machen? Weil man zu dumm war, die Kopfhörer anzu. Was? Erstmal, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft. Nee, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Spannende Geschichte zu Stereo vertauschen, Cyborg. Ich habe früher, als ich meinen. Ich weiß gar nicht, ob das dieser Computer nicht, das war der Computer davor, als ich den neu hatte. Ich habe immer mit Kopfhörern gespielt. Nicht mit Kopfhörern, sondern mit Lautsprechern. So heißen die Dinger. Und es hat ewig gedauert. Und zwar habe ich Minecraft gespielt und habe da einen Zombie gesucht. Also ich habe gehört, dass der war und immer dahin gegraben, wo ich ihn gehört habe. Und es hat bestimmt, also ich habe bestimmt 3 Jahre lang gespielt vorher. Und meine Boxen waren falsch rum aufgestellt. Das habe ich Das dadurch heißt, erst gemerkt. du hast den Zombie nie gefunden. Weil ich einfach gedacht habe, er ist rechts und er war links. Also Ja, ich hab. das war Ja, jetzt gerne nochmal. gemein. Danke fürs Zugucken. So, wir sind, wir müssen eigentlich die Abschlussprüfung für Ron machen, aber wir haben noch ganz viele Passwörter gefunden. Genau. Und deshalb, Wir würde haben ich sie nicht ganz gerne da noch gefunden, mal wir haben sie hinterhergehen. teuer erstanden. Ja, das stimmt. Wir haben auch ungefähr in der letzten Folge, glaube ich, 10 Minuten lang Kesselkuchen gekauft. Ja, die habe ich ja gecuttet. Ich weiß, dass ich sie gecuttet habe, weil ich habe sie ja schon hochgeladen. Sie kam ja schon gestern. Wir sind ziemlich aktuell. Oder Käseküsse. heute? Käseküsse. So, wo Käseküsse. können wir denn wohl noch hin, Zaroch? Ja, in Zaroch. 1, 0. Das sind 0. Wir gehen mal in 0. Oh, da waren wir doch gar nicht. Ist immer noch ein Ja, bisschen geil. leicht laut. Ja, Hallo! geil. Warum geht die nicht auf? Warum geht die nicht Ja, auf? geil. Ja, geil. Die geht nicht Ja, auf! geil. Muss ich die mit mehreren aufmachen? Nee. Nee, das ist eigentlich ganz normal cool. Das Hä? ist hier geil. Aber gut, dass wir hier sind. Ja, da geht halt einfach nicht. Das ist verbuggt. Aloho. Was ist das Aloho. denn? Aloho. Ich lade die Zone mal nochmal neu. Jetzt fängt er wieder an zu singen. Offensichtlich ist sie nicht neu geladen, weil es war ja noch ange. Ja, ist ja gut jetzt! Mein Gott, nee. Jetzt mal Stockwerk 0. Ja, es Dieser ist ein bisschen alte Raum. klein. Bist du nicht aufgeregt, Hermine? Heute sind die Ja, Abschlussprüfungen. Abschlussprüfung ziehen wir noch ein bisschen hin. Ach, da kommt man sogar nur mit dem Porträt rein. Wir kamen doch von da, oder? Geschlossen. Nee, du bist durch die Tür gegangen. Bin Da. ich durch die gegangen? Okay. Ja. Ja, ich habe gute Herzlich Orientierung. willkommen. Ich verstehe es nicht. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wo war hier? Haben wir hier schon mal? Ah, hier ist der Gang. Ich Man glaube, kommt ich jetzt war von noch nie da hier. nach da. Wie soll das denn gehen? Naja, magisch. Schellfisch. Schellfisch. Das wurde nicht übersetzt, ne? Ich glaube, der heißt auf Deutsch auch Schellfisch, oder? Guck das mal nach. Aber ich kenne mich mit Fischen echt nicht aus. Schellfischdeutsch. Was ist denn ein Schellfisch? Ein Schellfisch ist offiziell laut Google übersetzt ein Schaltier. Nee, 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 nee. Doch. Guck mal bei Wikipedia nach Schellfisch. Ich werde bei Leo gucken. Ein Schalentier. Ja, das ist ja Quatsch. Das Du sagst ja Krebstier, nicht dein. das Schalentier. Also, das kannst du schon sagen, aber das ist ja nicht Hier, das. Schellfisch steht zoologisch für das Schalentier, die Schalentiere oder das Krebstier. Ein Krebs ist es dann wahrscheinlich einfach. Haben wir hier Und schon? kulinarisch steht es für die Krustentiere. Das Spiel Und die steht. Ah, Mehrzahl jetzt davon habe ist ich wieder. Schellfisches. Oh, guck mal. Hallo! Ja, Ist meine moin. Maus immer noch. Ja, ich google. Was ist das denn hier? Jetzt muss man hier. Vandalismus! Ich google doch gerade nach dem Schild. Ganz viele Kesselkuchen! Ja, warum haben wir die alle gekauft? Wir brauchen ja noch welche. Stimmt. Ein Kesselkuchen voller Liebe oder so. Ein neuer Kesselkuchen ist wie Nee, ein es gibt's neues tatsächlich Leben. in Harry Potter. Was habe ich denn jetzt wohl Charles, aufgesammelt, Charles. Cyrock? Eine Bildkarte. Ja, aber welche? Ja.
Ja, also wir haben sie jetzt aufgesammelt. Wenn ihr die hören wollt, sagt mir, welches es war. Dann werdet ihr es nicht hören. Weil bis dahin wird die Aufnahme wahrscheinlich von Harry Potter aufgelöst sein. Außerdem guckt dieses Projekt eh keiner, seien wir mal ehrlich. Aber es macht nichts, es macht Spaß. Haben wir... Hä? Wo geht es denn jetzt hier hin? Also jetzt sind wir aus... Haben wir? Ja, ist aber richtig. Speichern. Und war hier? Hier kamen wir, glaube ich, her, ne? Ich gehe mal nicht weiter hier. Ich gehe jetzt mal zurück in den Flur. Und in dieses Porträt wieder rein. Und dann gehen wir in den zweiten Stock. Wir gehen jetzt einfach mal alles durch, so. Zweiter Stock. Käseküsser. Das klingt doch nach Käsekuchen. Das ist aber nicht Kesselkuchen. Oh. Waren wir hier schon? Ich weiß aber nicht, wo wir hier waren. Ja doch, hier waren wir, glaube ich, in dieser Folge schon. Jetzt ist es wieder aufgegangen. Gut, zweiter Stock haben wir. Da war noch was. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ah, ich dachte schon alle... Wow! Das ist ein Kuhfass! Jo. Ja gut, na gut, Rix. Und da ist jetzt bestimmt eine Bildkarte drin. Fällt doch nicht. Nee. Ich bin extra zurückgegangen, damit ich nicht sofort instant einsammle. Und ich weiß, welches es war. Aber sie war es nicht. Aber er macht's ich nicht. Ich habe letztens nochmal unsere Harry Potter 1 Folgen geguckt. Und da hat Harry ja wirklich in jedem irgendwie 2 Zentimeter Sprung. Ja, das stimmt. Hier macht er das gar nicht mehr so. Würde ich amüsieren. Nee, im zweiten Teil haben sie dann eingestellt. Na also, da nein! Bergorix! What are you doing? Naja, Hermine und Harry müssen ja auch noch eine Abschlussprüfung machen. Bin ich einfach da hingegangen, da wollte ich es überhaupt nicht hin. Ah, da bist du ja, Ron. Aha, da bist du ja, Ron. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich. Dann los, beginnen wir. Capere Tractum. Diese Prüfung ist ziemlich schwierig und auch nicht ungefährlich. Gefährlich? Um die Bestnote zu... Kesselkuchen! Auf geht's, Ron. Viel Glück. Capere Tractum. Was heißt eigentlich dieses Capere Tractum? Ist der Körper definitiv. Und Retractum ist zurückziehen. Wahrscheinlich heißt es sogar, ich ziehe diesen Körper zurück. Ich glaube, das ist sogar imperativ, oder? Capere Tractum, zu Deutsch Greifzauber. Ja, guck lieber bei... Jetzt kannst du mal bei Google Übersetzer gucken. Da musst du jetzt nicht nochmal googeln. Das war knapp. Was ist denn für eine Sprache? Latein natürlich, wie alles in Harry Potter. Das stimmt nicht ganz, aber das 3/4 aller Sachen sind in Harry Potter Latein. Zurücknehmen. Das ist Retractum. Ich habe Carpe Retractum eingegeben. Mach mal Carpe allein. Müsste eigentlich von Corpus der Körper kommen, ergreifen, oder nicht? Ergreifen, zurücknehmen. Aha. Das heißt also doppelt zurückgenommen oder was? Ich habe Latein oben eingegeben, ich Carpe eingebe, kommt heraus, warte, ich überprüfe das nochmal, indem ich das neu eingebe. Latein. C-A-R-P-E, ergreifen. Ja, und Retractum ist wahrscheinlich dann schon zurückgezogen, oder nicht? Retractum ist verhaftet. Ja, guck mal, gibt es noch andere Übersetzung? Nee, er sagt nur Latein, Retractum heißt verhaftet. Na gut. Ja, es ist auf jeden Fall der Greifzauber, haben wir ja gelesen. Oh. Carpe Retractum. Oh. Nein! Och, dummer Ronald. Muss ich das jetzt nochmal machen von da? Carpe Retractum. Das könnte wehtun. Aua. Okay, so spricht man also verhaftet aus. Aussprache lernen. Jawohligen. Ja, bei Latein musst du nicht viel lernen bei einer Aussprache. Das Einzige, was du machst, ist, dass du nicht I sagst, sondern EI. EI. Oh, ansonsten ist es exakt so, als würdest du Deutsch reden. Ich glaube, ich hole mir vor der Arbeit noch bei den EIs. Carpe Retractum.
Was ist das jetzt? Ist das eigentlich hier Ninja Warrior oder? Ja. Ninja Warrior Hogwarts. Hallo? Oh, oh. Ja, passt schon. Bisschen Kopfschmerzen für den Ronald. Eine scheiß Windmühle in die Schule gebaut. Ja. Das war doch bestimmt dieser Bengel. Da sind Bohnen. Aber ich komme hier gar nicht hoch, ne? Das war doch bestimmt dieser Bengel mit dem Auge. Hallo? Mad Eye Moody? Warum? Ich weiß nicht, von wem die Moody, aber. Also eigentlich heißt der Alistair, aber Mad Eye ist sein Spitzname. Der mit dem Auge halt. Hä? Warum? Da drüben! Ja. Aber der ist noch nicht an, oder? Doch. Ach, ist nur verbuggt. Miau. Das sieht nach Spaß aus, Ronald. Das war auch. Gewollt. Always look on the knapp side of life. Ein Knappsack. Ich warte ja bei Rocket League immer noch auf den Etienne Gardet Lachsack. Bing bong. Ah ja, irgendwo ist was aufgegangen. Wie komme ich denn an dieses Schild? An diesen Schild. Ein Schild. Irgendwie müssen wir da rankommen. Das ist der Haupteingang. Durch. Da oben sind Bohnen. Ja, aber da komme ich noch nicht hin. Das habe ich vorhin schon gesehen. Ja, aber wenn du da durch, Nee, ich glaube, es geht jetzt gleich von innen nach außen und so. Aber der lebt ja immer noch. Nee, du musst ja wahrscheinlich ausweichen, weil du bist ich muss die Keule zurückschmeißen, oder wie war das? Nee. Das war in einem anderen Spiel, das war beim Troll im ersten Teil. Ja, ist ja gut jetzt. Oh, Alter. Jawohl, du hast das Schild. Den Schild. Das Schild. Nein, das ist doch kein Ortsschild. Du hast das Schild gefunden. Nein, ich habe den Schild gefunden. Das Schild. Zahl kann kein Deutsch, das wissen wir alle, weil er aus Bayern kommt, aber trotzdem. So, nicht meine Maus bewegen. Warum darf ich jetzt nicht mehr googeln? Du darfst googeln, es gibt sowohl das Schild als auch der Schild. Das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Worte. Das Schild ist das Ortsschild und der Schild ist das Schild, der Schild von Rittern. Oder ein das Wappenschild. Das Schild. Wenn du ein Rollenspiel aufsimmst, dann sammelst du das Schild auf. Nein, dann sammelst du den Schild auf. Nein. Guck auf duden.de und bei Unterschild. Ja, dann steht da das Schild. Ja, und zweiten darunter, andere Bedeutung. Ja, nichts mehr, weil da muss ich scrollen. Okay, Leute, Bildungsauftrag. Ich muss einen anderen Browser dafür öffnen, nicht meinen normalen, aber macht ja nichts. Das jetzt seht ihr erstmal. Ist absolut korrekt. Leute. Ich bin gespannt, was er jetzt standardmäßig öffnet. So. Ach. So. Und zwar gibt es hier zwei Sachen. Einmal. Schild Substantiv Maskulinum, eine Schutzwaffe darstellender. Das ist der Schild, von dem wir reden. Das sind übrigens tolle Werbung hier. Das sehe ich leider nicht. Also, eine Schutzwaffe darstellender, auf seiner Rückseite mit einer Handhabe versehener flächiger Gegenstand von verschiedener Form, der vor dem Körper gehalten, dem Kämpfenden zur Abwehr von Attacken mit Hieb- und Stichwaffen dient. Ein runder Schild, ein Wappenschild, das haben wir hier vor uns, wird beschrieben als der Schild des Schildes, dem Schild, den Schild, die Schilde, der Schilde, den Schilden, die Schilde. Im Gegensatz dazu gibt es Schild, Substantiv, Neutrum. Tafel, Platte mit einem Zeichen, einer Aufschrift, ein Schild anbringen. Oder auch Fleck auf der Brust, besonders bei Waldhühnern. Das wusste ich jetzt nicht. Was? Da ist es nämlich dann das Schild. Meine Güte, warum ist hier so viel Chibu-Währung mit irgendwelchen... das kann ich doch hier nicht zeigen. Das bleibt für immer das Schild. Nein, das ist einfach falsch, Herr Rock. Das ist so. Absolut korrekt. Haben wir das jetzt vernünftig geklärt? Ja, dann hast du jetzt also das Schild mit. Genau, ich habe den Schild aufgehoben.
Das hört sich total Stulle an. Es ist aber korrekt. Ich bin gestern in den Bus gefahren. So. Was wird das denn jetzt für eine Animation? Warum kommt eigentlich aus diesem Wappen was raus? Zahlrucksack, das enttäuscht mich, dass du nicht mal den Schild und das Schild unterscheiden kannst. Natürlich ist das richtig. Dann spiel mal Baldur's Gate! Besuchst du Risky auch das Schild der Titan? So. Aber da sieht man mal, wie die deutsche Sprache alles irgendwie. Das sind halt einfach zwei verschiedene Worte. Nein! Doch! Das ist das Schild, das Wortschild! Um das es hier geht! Zarok, zarok, zarok. So. Damit habe ich jetzt Zaroks Leben verändert, dass er das gefunden hat. Du hast nicht das Leben verändert, du hast mir wieder in den Dingens gesagt, dass die deutsche Sprache komplett vom Arsch ist. Sie hat halt viele Eigenheiten, das will ich nicht abstreiten. Ändert aber nichts dran, dass das Schild bleibt. Nein. Das ist nicht korrekt. Außerdem hat das Schild, das wir hier aufsammeln, keine mit so Handhaltevorrichtung innen, also ist es das Schild. Ja, aber es ist auch ein Wappenschild und genau das sammeln wir auf. Das stand da als zweite Bedeutung auf duden.de, Zarok. Das habe ich vorgelesen. Und das ist eindeutig ein Wappenschild, was wir aufsammeln. Ja, aber da kann man auch an der Wand hängen, damit ist das auch so ein Gegenstand, damit ist das auch das Schild. So. Das ist mal ein unauffälliges Schild. Ja, geil. Da wäre es übrigens das Schild gewesen. Dahinter. Das ist wieder der Schild, aber dahinter ist das Schild. Wir brauchen keine Kürbispasteten, wir brauchen Kesselkuchen. Und dann brauchen wir ein Schild. Danke. Ja, man muss sich nur ein bisschen beschweren. Ja, hallo Ron, du sollst nicht breakdancen, du sollst durch die Tür gehen. Oder hier, kann man hier irgendwo sich retrakten? Kann man hier sich irgendwo retrakten? Das ist das offizielle Verb dazu. Also, heißt das der oder das Retrakten? Das Retrakten als Nominalisierung mit Sicherheit. Und jetzt sind die langsamsten Löffel aller Zeiten. Das stimmt allerdings. Jetzt komm! Ja. Ich dachte, es gibt wenigstens vier, aber es scheint nur zwei zu geben. Jetzt sieht eher nach einem aus, dann muss jetzt erstmal eine Runde gehen. Gibt's hier noch irgendwas Verstecktes? Wenn ich jetzt runterfalle, dann darf ich das alles normal machen. Dann fall doch einfach nicht runter. Ja. Da gibt doch. Da hat was geleuchtet, Löffel, oder? Glaube ich. Ja, und sonst so? Da unten ist das Schild. Impulso. Das ist korrekt in dieser Situation. Konntest du wieder retrakten? Bist du da unten? Ich glaube, ich muss nach unten, oder? Nee, da oben, das hat da oben diese Retraktiereinheiten. Ja, aber ich will ja unten die Sachen auch haben. Oh. Ja. Gut, haben wir das geklärt? Ich finde, in dem Spiel gibt es viel zu wenig Quidditch-Spiel. Ja, das stimmt. Warum macht das TikTok TikTok? Läuft irgendeine Zeit? Oder möchte ich nur auf irgendwelchen Plattformen rumtanzen? Aber für anderen wegen Seite TikTok, verstehst du? Nee. Nee. Wo wir wieder? Ja, hallo, was war das denn, Ron? Das war doch kein Sprung, Ron. Hallo! Das war doch kein Sprung, Ronald. Aber ich muss doch auf diese... Ja, du musst,
Also ich kann mich jetzt hier rumziehen lassen, ist klar, aber ich will ja doch die da drauf. Da ich lass mich da reinfallen. Ein bisschen gruselig, wie die da rumstehen. Da ist die Kiste auf. Ja, wirf! Oh, da kannst du jetzt einen Multikill machen. Hab ich. Oh, Quadruple-Kill. Das war nicht so geil. Ah! Oh. Jawohl, der Gurix. Direkt heroische Musik. Ja. Nochmal auf, bitte. Nja. Nja. Also, Ronald kann aber auch rumstöhnen. Tja, das hat er vom Besten gelernt. Du kommst in die Mitte. Hallo, er will aber nicht. Manchmal will er einfach nicht. Oh, da kannst du ja retrakten. Da vorne ist das Schild. Das ist der Schild, ja. Oh, wir sind fertig. Haben wir jetzt alle aufgehoben? Ich bezweifle das. Eine Bestnote. Du hast wahrlich den Carpe-Retractum-Zauber gemeistert. Danke, Professor Lupin. 100%! So lief meine Abschlussprüfung auch. Was, das geht jetzt alles ineinander über? Das ist ja lame. Siehst du alle deine Schilde, ja? Nicht Schilder. Da siehst du den Unterschied nochmal. Und damit war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr die Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt mir. Und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.